Verpfeif dich! Morgen, Leute. Erster Mittag heute. Wir fahren jetzt los. Wir müssen noch was essen. Wir müssen noch zum Bäcker fahren. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ey, Hunger. Ich auch. Und da, wie gesagt, 12 Minuten, dann können wir endlich loslegen. Und ich weiß gar nicht, wo wir zuerst hin wollen. Wahrscheinlich zu Ayrton. Nee, erstmal zu Jan. Das wäre am sinnvollsten. Bis dann. Nach 5 Stationen Kreise drehen und das mir gleich wieder was schlecht ist, sind wir jetzt auf unserem schönen alten Parkplatz. Ja. Guck mal, ist das nicht hübsch hier? Ja. Wundervoll, ne? So, wir sind auf dem Messeparkplatz. Ich bin begeistert. Ist ja doch schon ein ganzes Jahr her. Was eine Info. So, wir haben eine ganze Menge Scheiß im Auto hier drin, was in unser eigenes Büro muss. Aber ich würde sagen, wir suchen erstmal Jan. Man checkt erstmal, wo das Büro überhaupt ist und dann werden wir alles reintragen. So, wegen uns hat die Snackbar extra schon vorher die Würstchen aufgelegt. Das war echt super nett von ihm. Wir haben erstmal die Ketchup-Maschine in Gang gebracht. Das war auch ganz witzig. Erstmal essen, denn müssen wir jetzt, glaube ich, mal langsam verschaukeln, weil Jan wartet schon auf uns. Nico, los jetzt hier. Los. Ja. Wir haben jetzt keine Zeit. So, wir hatten gerade schon Marathon gelaufen. Ey, ohne Scheiß. Was der Nico als einen Scheiß mitgenommen hat. Als ob du besser bist! Ja gut, wir haben es gestern schon hier reingetan in den Raum. Guckt euch mal den Jan hier an, wie er hier durch die Gegend reist. Oh, das passt aber knapp. Null oder? Wie gekauft? Null? Null, ja. Nee, eins. Eins. Wir sind doch in der Eins gerade. Nee, wir sind Null. Wir müssen Null. Nee, wir müssen T. 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 Ich habe mir eine zweite Funke, die ich bei Ela gekauft habe, habe ich direkt zu unserer Unterkunft schicken lassen, also zu Jans Unterkunft, weil ich nicht wusste, ob die wirklich ankommt. Gucken wir mal. Ja gut, wir kennen das System ja schon an sich. Der gute alte Schuder, wer ist der Taschenempfänger? Ein Taschensender mit Schuhadapter. Oh, und das neue Lavalier, das ist das Besondere. Und zwar gibt es die alte Funke nämlich gar nicht mehr, die ich habe. Mit dem 33er Mikro. Und jetzt gibt es ein neues, deswegen ist die auch ein bisschen teurer mittlerweile, die neue Funke. Jetzt gibt es nämlich ein viel größeres Lavalier. Das AT829, aber es soll deutlich besser klingen und es kostet auch ein bisschen mehr als das alte. Und ich bin echt gespannt. Wir werden es gleich mal testen. Keine Ahnung, was mich da erwartet, aber erstmal eine neue Funke anbauen. Dann machen wir das Kamerazeug fertig. Wir haben jetzt hier noch unser Schulterrig, unsere große Kamera. Wir werden auch noch die Release-Platte ranschrauben und dann können wir erstmal das erste Video bei Voice drehen. Ist ja klar. Ich glaube, das war auch allen meinen Zuschauern klar, dass wir zuerst drehen, glaube ich. Na? So, auf dem. Hier ist Vespa-Mikro. Was soll das? Verpfeif dich! Die bescheuert? So, wir sind auf dem Weg jetzt zum ersten Messestand, um was zu drehen. Ein bisschen mit Kamerazeug voll bepackt. Guten Tag. Wir haben das erste Standvideo vielleicht fertig gedreht. Naja, wir haben es jetzt erstmal fertig gedreht. Mal gucken, ob wir den Ton geil kriegen. Ne, Nico? Zum PA Tower. Wenn das Array drin hängt, kann man auch sagen Power Tower. Ist eigentlich ungewohnt, dass Voice Akustik mal sowas rausbringt, keine Box, aber an sich. Geil. So, wir waren jetzt schon bei NNTs drehen. Ja. Wir waren bei Voice Akustik drehen. Wollten bei Void drehen. Ging aber nicht. Ja, aber was ist blöd. Jetzt sind wir bei eurem Wunschhersteller. Also, ihr habt euch ja auch ein paar Sachen gewünscht. Jetzt sind wir bei KME und da werden wir auch gleich noch ein paar Sachen drehen. Auf jeden Fall. Mehr oder weniger du. Ich habe ein Arbeiterlurchen. Guck mal, wegen machst du es auch richtig? Oh, wunderhübsch. Ha, fleißige Arbeiterbiene. Hab einen Patienten getroffen. Hi. Was machst du hier eigentlich? Arbeiten. Was soll das? Ja, weiß ich auch nicht. Das, man sieht gar nicht, wo du arbeitest. Nee, weiß man auch nicht. Also ich will das auch zuhalten. Nee, nicht, dass das heißt irgendwie Schleichwerbung oder so. Nein, überhaupt nicht. Wir mögen das zwar alle, aber nein, wir halten es mal zu. Wir halten das einfach zu. Nico. Wir sehen uns an der Bar heute. Ja, das ist gut. Also, wir sind. Alter, das ist verdammt schwer. Warte, ich mach so. Dann geht es halt nicht. Also, wir haben jetzt eine ganze Menge gedreht. Wir sind ins Pressezentrum. Das kannst du nicht. Das geht nicht, Mann. So, wir haben heute schon bei Voice gedreht. Leider hat eine Funkstück im Macke gemacht. Deswegen müssen wir es leider nochmal drehen. Also, Stefan, es tut mir leid. Wir müssen es nochmal machen. Wir waren bei Void. Wir waren bei L&T. Wir waren wie gewünscht bei KME. Das war's, ne? Wir waren von Harmonic Design bei der Vorführung echt überrascht, weil ja. Ich kenne bloß die Säulen von denen, die fand ich nicht so geil, aber dieses neue Hybrid-Top.
schon krass. Jetzt gehen wir erstmal. Was? Die Beste war noch gleich. Die Beste war auch Hammer. Jetzt gehen wir erstmal in unser Schätzzimmer, wenn ein paar Sachen schneiden und dann ist der erste Semestertag auch schon wieder fast vorbei. Zeit rennt. Ich bin hier am Videoschneiden, am Arbeiten und krieg gar nicht mit, was hier passiert. Und er hat mir jetzt. Das hast du toll gemacht hier. Ach toll. Ich bin am Aufräumen bin ich hier. Am Aufräumen? Ja. Was hast du mit meinem Landspiel-Gang gemacht? Den habe ich sicher eingepackt. Bin da gerade Gaffer drum. Hallo, guck mal hier, der ist gepolstert. Mit seinem Hausbett. Das lag da drauf, also gehe ich davon aus, dass das Verpackungsmaterial ist. Ja, wunderhübsch. Kann man. Ja, du musst damit arbeiten, ich meine ganz ehrlich. Also, außerdem habe ich gefragt, wer das auch braucht, hat keiner gesagt, wollte ich schon wegschmeißen. Ich hatte Kopfhörer auf. Ja, das sagen sie alle. Ja, das kannst du wieder auspacken. Nico, wie weit bist du eigentlich mit deinen Videos? Oh Mann! Also ich will nur mal kurz erwähnen, also das dritte Video in den letzten 15 Minuten ist jetzt gleich online gegangen. Ich will auch mal erwähnen, dass das aber auch irgendwie 3-4 Menschen sind. Und ja. Ihr habt auch Zeit um euer Leben. Ich nicht. Das ist echt komisch, wie leer das hier ist. Wenn hier wirklich keine Menschenseele mehr ist. Aber hat schon was. Ich weiß nicht, was das war. Ich auch nicht. Ich will es auch gar nicht wissen, echt. Naja, wir gehen erstmal was essen mit den Leuten und dann sehen wir uns vielleicht später noch. Klappt das? Scheiße. Klappt das? Maul dich. Lass dich da hingucken. Oh, das sind Schummler. Hier waren vorhin noch so viele Menschen. Jetzt sind hier keine Menschen mehr. Komm, schnell verpissen. Boah, sind wir böse. Na? Nein, fehlt dir nicht was? Nee, also, ich weiß nicht, mein Auto sieht ein bisschen leer aus. Nö, Wir haben es gesehen, wir haben es gesehen. Vorhin, da waren so zwei Menschen. Ja, und die sind doch, die waren schwarz, die sind da hinten lang gerannt. Die sind dann runtergesprungen. Ja, genau, mit Seil und so. Wieder beklebt. Ja, aber du hast das vergessen, du hast die Pflegeinhalte vergessen. Du musst es vorher sauber machen, bevor du es aufklebst. Das tut mir leid. Hält das nicht. Außerdem haben wir die Scheiße. Ey, keine Ansprüche stellen auf einmal hier. Oder? Guck mal, wie sie sich freuen. Das ist nicht zu fassen. Aber es ging ja doch ganz schön schnell. Seid ihr ganz schön schnell? Ja, natürlich. Hast du schon die Story gesehen? Wir haben gerade schon eine Story für dich gemacht. Eine Story für mich? Nein, nicht gesehen. So, wir gehen jetzt mal rein, ne? Das ist Jan, was tust du da? Dein Auto voll siffen. Können wir eigentlich noch so einen geilen Magnetaufkleber haben? Wow, wie kreativ! Hallo, Kim! Hallo! Na? Das sind die Menschen vom BDR, ne? Hier sind 6 zu denen! Geh erstmal vor zum Fahrrad. Nein, komm jetzt. Ich muss jetzt noch mal eben kurz hier einen Abschluss machen. Okay. So, Nico, wir waren jetzt essen. Five Guys war geil, ne? Alter, gemacht? Also, wie du sagst, der Ranz ist spannend. Fandst du ja witzig. Den Spruch kanntest du noch nicht. Aber gut, wir sind jetzt fertig. Wir sind fertig mit den Nerven, fertig mit allem, mit dem Essen. Und morgen geht's weiter. Ab nach Hause. Es bleibt spannend, es wird cool. Und morgen haben wir auch wieder viel vor. Und wie immer am Ende sage ich, practice and enjoy.